Farbenfroh verkleidete Narren auf allen Straßen, in denen Trommeln, Fanfaren, Schalmeien und wummernde Bassboxen widerhalten. Dazwischen immer wieder der Ruf: Fordia, hello! Die Landeshauptstadt stand am Sonntag voll und ganz im Zeichen des Karnevalsumzuges. Zehntausende an der Zugstrecke jubelten fröhlich den Wagen und Laufgruppen zu. Hunderte Aktive, darunter viele Kinder, trugen dazu bei, dass der Zug ein fröhliches Spektakel wurde. Auch die zahlreichen Helfer vor und hinter den Kulissen verdienen Dank dafür, dass der Festumzug so reibungslos verlief. Petrus dürfte am Sonntag wohl der meistgelobteste Mann gewesen sein, denn während es in der Nacht noch heftig regnete, kam pünktlich zum Zugbeginn um 13 Uhr auf dem Domplatz die Sonne heraus und verschwand im Verlauf des Nachmittags nur selten hinter einer Wolke. Die beschienenen Plätze an der Strecke waren dann auch sichtbar gefragter als die im Schatten. Der Festumzug bot wieder eine bunte Vielfalt von Themen. Gut eineinviertel Stunden lang ging es von der Lokalpolitik über den schwächelnden Euro bis hin zum Verfassungsschutz. Den bevorstehenden Oberbürgermeisterwahlkampf nahm unter anderem der Karnevalsverein Fazedu aufs Korn. OB, OB, entscheiden tut weh, war auf dem Wagen zu lesen. Die GEC machte aus Amtsinhaber Andreas Bausewein ein Ampelmännchen, das mit ausgestreckten Armen versucht, Mitbewerber auf dem Weg ins Rathaus zu stoppen. Der Hochheimer Karnevalclub wies auf mangelnde Aufmerksamkeit des OBs hin. Das Motiv Bausewein, wo liegt eigentlich Hochheim, als Dagobert Duck auf einem prallen Geldsack, die Stadt wird auf den Kopf gestellt, für Hochheim bleibt die Unterwelt. Auch der Papst war ein beliebtes närrisches Thema, sodass er gleich mehrfach im Karnevalszug zu sehen war. Im nicht ganz stilechten Chrysler Cabrio schickte der AKC den Eiligen Vater, so wurde er auf dem Fischmarkt begrüßt, mitsamt zwei gut aussehenden Nonnen und vier finster dreinblickende Bodyguards auf die Strecke. Für gute Stimmung sorgten zahlreiche Kapellen aus nah und fern. Schalmeiengruppen, Fanfarenzüge, Trommler und Drummer. Von fast allen Wagen regneten zudem Bonbons und Süßigkeiten oder gar ganze Blumensträuße auf die Zuschauer herab. Und was mit Hilfe von Händen oder Regenschirmen nicht aufgefangen werden konnte, das sammelten eifrig herumwuselnde Kinder ein.